Jeder von euch, der in einer Beziehung oder in einer Freundschaft ist, kennt das Problem, dass man irgendwann mal einfach nichts mehr miteinander unternimmt. Und darunter kann dann auch die Freundschaft oder die Beziehung ziemlich arg leiden, wenn man einfach den ganzen Tag nur zu Hause sitzt. Und dieses Problem hatten wir beide auch ganz lang, dass wir einfach nicht wussten, was wir unternehmen sollen und dadurch einfach dann gar nichts mehr gemacht haben und gefühlt keine Zeit mehr miteinander verbracht haben. Und weil es ein Problem ist, das ganz viele von euch ziemlich sicher auch kennen, dachte ich mir, es muss ja einfach irgendeine Lösung geben. Und die habe ich tatsächlich gefunden und deswegen stelle ich euch heute in diesem Video vor, wie wir beide es geschafft haben, unsere Beziehung zu retten und auf ein neues Level zu bringen. Wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine da. Ich habe hier heute meinen wundervollen Freund dabei. Wir sind mittlerweile seit 1,7. Wie lange sind wir zusammen? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ein Jahr und 3 Monate. Ein Jahr und fast 4 Monate. Wie es bei jeder Beziehung ist, haben wir am Anfang relativ viel unternommen. Also wir sind öfters ins Kino gegangen oder haben Ausflüge gemacht. Mit der Zeit ist es dann weniger geworden, ist schon weniger geworden, oder? Weil der eine dann arbeiten geht, ich gehe momentan in die Uni und da hat man dann allgemein nicht so viel Zeit. Und so unternimmt man halt immer weniger coole Sachen und einfach mit der Zeit wird es einfach immer weniger. Ich glaube, die meisten, die in einer Beziehung sind, die können das bestätigen. Und das Problem dabei ist halt auch, dass die Beziehung schon low-key darunter leidet. Also, weil man sieht sich halt immer weniger. Man hat nicht so dieses Anfangsfeeling. Und klar, entspannen ist auch cool. Aber das kann man halt auch nicht immer machen. Also irgendwann wird entspannen auch langweilig. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das Problem? Woran liegt das? Warum unternehmen wir nichts? Also, woran scheitert es, dass man am Wochenende nicht einfach in Urlaub geht? Und das größte Problem, was mir dann eingefallen ist, dass man hat einfach keine Ideen. Mir fehlen die Ideen. Ich habe keine Ahnung, was für coole Sachen es gibt, die man unternehmen könnte. Und der nächste Punkt ist auch, dass man schon so viel gemacht hat. Also gerade am Anfang von der Beziehung, da unternimmt man ja mehr. Und da hat man schon gefühlt alle Ideen, die man hatte, aufgebraucht. Und ganz ehrlich, ich bin auch zu faul, um Ideen zu suchen. Also wenn ich da Ewigkeiten auf TikTok rumscrolle und alle bieten nur diese Standardideen an, wie geht ins Kino, macht ein Picknick. Außerdem dauert es immer so ewig, bis ich dann irgendwas gefunden habe und danach habe ich keine Lust mehr, weil es schon so lange gedauert hat, irgendwas zu suchen. Macht Sinn, oder? Findest du gute Sachen? Findest du gute Sachen? Wo findest du die? Ich habe ein Privatleben. Was glaubst du jetzt? Was wird dir so helfen, damit du mehr planst? Warum hält? Was machst du da? Zeichensprache. Woran liegt es bei dir, dass du nichts planst? Ich habe keine Ideen. Was wäre also die Lösung für das Problem? Wir müssten was unternehmen. Was ist das Problem? Dass wir nichts machen. Warum die Lösung ist, was zu machen? Das ist nicht die Lösung. Wir müssen also das Problem, dass wir erstens gar keine Ideen haben und zweitens diese ganzen Standardideen auf Social Media schon gemacht haben und viel zu faul sind, um ständig nach Inspiration zu suchen, lösen. Anstatt also ständig auf Social Media irgendwelche Listen zu suchen und irgendwelche Ideen zu suchen, wäre es cool, wenn es das Ganze irgendwie gebündelt gäbe, wo wir alle Ideen auf einem Fleck haben und nicht den Überblick verlieren. Nach genau so einer Lösung habe ich gesucht und habe sie auch gefunden. Und bin auf das Your Love Challenge Book gestoßen. Und weil dieses Buch uns so krass weitergeholfen hat, dachte ich mir, ich teile einfach unsere Erfahrungen und gleichzeitig unsere Lösung mit euch. Und zwar ist das Your Love Challenge Book ein Datebuch mit ganz vielen verschiedenen Unternehmungen, die man machen muss. Wir haben uns natürlich für unsere Beziehung die Couple Edition geholt, aber bleibt dran, denn es gibt noch ganz viele weitere Editions, die für euch interessant sein können, wenn ihr zum Beispiel nicht in einer Beziehung seid. Das Ganze ist super simpel aufgebaut. Man sucht sich einfach ein Date aus, macht das dann, macht währenddessen ein Foto und klebt dieses Foto dann in das Your Love Challenge Book ein. Und das Allercoolste, in diesem Buch sind über 100 Date-Ideen drin. Das bedeutet, wenn wir jede Woche nur ein Date machen würden, dann würde das Buch uns über 2 Jahre halten. Also mehr als genug, da ist man nicht in 2 Wochen fertig. Das Buch ist so besonders, weil es im Prinzip alle Probleme gelöst hat, die wir hatten, wenn wir was unternehmen wollten.
Der erste Punkt, dass wir keine Ideen haben. Ich meine, hier sind über 100 Date-Ideen drin. Keine Ideen mehr ist jetzt keine Ausrede mehr. Außerdem brauchen wir jetzt auch nicht mehr ewig nach Inspiration suchen. Ich meine, wir schlagen das Buch auf und hier stehen alle Sachen drin, die wir unternehmen können. Und es dauert maximal 5 Minuten, da kurz drüber zu schauen. Und der nächste Punkt, der mich noch 1000-mal mehr begeistert hat, hier sind keine Standard-Ideen drin. Wie vorhin gesagt, wenn man auf TikTok scrollt und jede Idee ist dieselbe und jedes Date ist dasselbe. In dem Your Love Challenge Buch sind so viele außergewöhnliche Ideen drin, auf die man persönlich gar nicht gekommen wäre. Zum Beispiel haben wir letztens unser erstes Date nachgemacht. Wir waren im Wildschweinpark und auf die Idee wären wir niemals gekommen, wenn wir nicht das Buch gehabt hätten. Und kleiner Geheimtipp an die Mädels, wenn euer Freund sagt, er plant keine Dates, weil er keine Ideen mehr hat, dann gebt ihm dieses Buch und dann hat er keine Ausrede mehr, um Dates zu planen. Hier, bitteschön, du darfst jetzt Dates planen. Aber nur eine Liste mit Date-Ideen wäre ja komplett langweilig. Die könnten wir uns auch im Internet ausdrucken. Bei diesem Buch ist das Besondere, dass es automatisch ein Fotoalbum wird. Dadurch, dass ihr immer Platz für ein Foto habt und immer ein Foto machen müsst während dem Date, habt ihr später ein komplettes Fotoalbum, bei dem ihr jedes Date nochmal neu erleben könnt. Und so erlebt ihr nicht nur die coolen Sachen, ihr haltet sie automatisch auch noch fest und habt ein Fotoalbum, das ihr dann später auch euren Kindern oder so zeigen könnt. Was uns ganz wichtig war, ist, dass wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben. Also so, dass wir nicht jedes Mal irgendwas Actionmäßiges machen müssen, sondern dass wir uns entscheiden können zwischen heute bleiben wir zu Hause und machen was Entspanntes, heute gehen wir in die Natur. In diesem Buch sind die ganzen Dates in verschiedenste Kategorien eingeteilt. Das heißt, es gibt für jede Stimmung irgendwas. Wenn ihr zum Beispiel eine stressige Woche hattet, dann gibt es Kategorien wie pure Entspannung, wo man sich einfach eine Gesichtsmaske zusammen drauf macht oder wo man zusammen ein Zelt baut und einen Filmeabend macht. Andererseits gibt es auch ein bisschen coolere Sachen, wie zum Beispiel, dass man auf eine Rodelbahn geht oder dass man auf einen Aussichtsturm fährt. Unsere Erfahrung mit dem Buch war, dass wir jetzt einfach viel mehr Zeit miteinander verbringen und dass wir wieder motiviert sind, um irgendwas zu unternehmen und um einfach rauszugehen und nicht jedes Mal einfach nur im Bett zu liegen und Netflix zu schauen. Außerdem lernt man sich irgendwie wieder auf so eine neue Art und Weise kennen, weil man Dinge macht, die man davor noch nicht gemacht hat und weil man einfach wieder viel mehr Zeit miteinander verbringt. Es kommt so ein bisschen ein Gefühl wie am Anfang der Beziehung hoch, wo es einfach noch spannend und aufregend war und wo man ständig neue Sachen erlebt hat. So eine Zeit, die man sich eigentlich immer zurückwünscht und mit diesem Buch haben wir es einfach geschafft. Außerdem kann ich mich wieder auf ein paar Überraschungen freuen. Ihr glaubt nicht, wie begeistert ich einfach von diesem Buch bin. Ich würde es jedes Mal wieder kaufen und in der Zukunft werden wir es auch definitiv an andere Leute verschenken, damit die einfach dasselbe haben. Weil ich das Buch so cool finde, wollte ich es eben euch vorstellen, weil ich glaube, jeder sollte zumindest mal davon gehört haben. Und damit ihr auch ein bisschen was davon habt, habe ich nach einem Rabattcode gefragt und ich habe ihn zum Glück bekommen. Und zwar spart ihr mit Sarah15 15% auf alle Your Love Challenge Bücher. Und ich sag auf alle Bücher, weil es gibt nicht nur die Couple Edition für Beziehungen, sondern auch noch ganz viele andere Editions. Wenn du also dieses Video schaust und dir denkst, hey, ich habe keine Beziehung, mit wem soll ich das denn machen? Dann habe ich gute Neuigkeiten, weil das Buch gibt's auch noch. Warum fliegt hier ein Insekt, Alter? Dann habe ich gute Neuigkeiten, weil das Buch gibt's nicht nur für Beziehungen und für Paare. Und das hier ist die Best Friends Edition. Da stehen dann also keine Dinge drin, die man mit dem Partner macht, sondern die man mit seinen besten Freunden macht. Das Buch ist auch nicht nur für 2 beste Freunde, sondern auch für eine ganze Freundesgruppe, wenn man da ein bisschen mehr Inspiration braucht. Natürlich sind aber nicht nur Beziehungen oder Freundschaften hier drin versorgt, sondern es gibt auch die Family Edition. Da stehen einfach Dinge drin, die man mit der ganzen Familie unternimmt. Außerdem gibt es auch noch die Travel Edition fürs Reisen oder die Wedding Edition. Und da ist eben wirklich für jeden was dabei. Schaut also einfach mal in dem Shop nach, was perfekt für euch passen würde. Und selbst wenn ihr sagt, ich habe das Your Love Challenge Book doch schon oder ich persönlich habe gerade keinen Bedarf, dann let me tell you, es ist die perfekte Last-Minute-Geschenkidee. Wenn zum Beispiel eure beste Freundin Geburtstag hat, dann könnt ihr ihr die Best Friends Edition schenken. Dann habt ihr nämlich gleichzeitig auch noch was von dem Geschenk, wenn ihr die Sachen zusammen unternehmt. Oder ihr schenkt das Ganze an den Partner. Dann hat der nämlich auch ein paar Sachen, die er mit euch zusammen unternehmen kann. Ansonsten könnt ihr das zu allen möglichen Sachen verschenken. Zur Hochzeit ist die Couple Edition auch super. Oder zur Verlobung die Wedding Edition. Bei einem Jahrestag, einfach zu einem Geburtstag. Zu allen möglichen Events kann man dieses Buch verschenken. Perfekt an die Person angepasst, die feiert. Oder zum Beispiel an eure Eltern, wenn ihr denkt, hey, die sollten mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und ein bisschen aus dem Arbeitsstress rauskommen. Dann ist die Couples Edition perfekt für die, weil da haben die dann wieder die Motivation, was Neues zu unternehmen.
Oder wenn ihr sagt, hey, wir als Familie unternehmen viel zu wenig, dann könnt ihr natürlich auch einfach die Family Edition verschenken. Ich glaube, man sieht, wie begeistert wir sind und wie cool ich dieses Buch wirklich finde. Vor allem als Geschenk, wenn man es selber schon hat, ist das so ein Game Changer. Es gibt so viele Menschen, an die ich dieses Buch noch verschenken werde, einfach weil ich es so krass finde. Ich würde sagen, unsere Beziehung ist so gut wie noch nie, oder? Ich glaube, es hat schon geholfen. Man muss das selber ausprobiert haben, um zu wissen, wie gut es eigentlich ist. Wenn ihr euch jetzt also in der Situation wiederfindet, dass ihr Probleme habt, irgendwas zu unternehmen in eurer Freundschaft, in eurer Beziehung, dass euch einfach die Ideen fehlen, dass euch die Inspiration fehlt und dass es einfach nicht so ins Rollen kommt, dann checkt auf jeden Fall mal das Your Love Challenge Book aus. Vielleicht ist dieses Buch der Anstoß, den ihr gebraucht habt. Und wenn ihr es euch jetzt kauft, dann vergesst auf jeden Fall nicht den Rabattcode, damit ihr sparen könnt. Und schaut auch gerne auf den Social Media Seiten von dem Your Love Challenge Book vorbei, falls ihr noch ein paar Einblicke möchtet. Und ich würde sagen, morgen machen wir das nächste, oder? Wenn ihr möchtet, dass wir euch auf ein paar Dates mitnehmen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann bekommt ihr noch ein paar mehr Einblicke in das Buch. Bei sonstigen Fragen zu dem Buch oder allgemein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bis dahin, eure Online-Große Schwester Sarah. Du stinkst. What? Hätte dir nichts zu essen geben sollen. Und dann habe ich das Problem gepackt und geschlagen.